Sehr geehrte Damen, liebe Herren, schenken Sie mir bitte kurz Ihre Aufmerksamkeit. Heute ist ein besonderer Abend. Es ist nämlich ein Liederabend. Jetzt denken Sie sicher, Liederabend. Da steht jemand und singt 2 Stunden ganz leise über Blumen und Bienen. Nein. Nicht heute Abend. Heute Abend wird die Biene von der Blume aufgefressen. Und ich bin die Blume. Ich hab ganz vergessen, mich vorzustellen, wie unhöflich von mir. Ich bin der, der alle mag, aber von keinem gemocht wird. Und es ist mir wurscht. Der Schubert mag mich auch nicht, aber er braucht mich. Vor 5 Jahren, ein kleiner Konzertsaal in Wien Favoriten, seine neuen Kompositionen soll er selbst spielen. Ich will nicht böse sein, nein, aber der Franzl, der kann nicht Klavier spielen. Wurstfinger. Schauen Sie, der Schubert sucht nach Erlösung. Nach Erlösung von seinem Schmerz, seiner Sehnsucht, seiner Wanderschaft. Meine Erzeugnisse sind durch den Verstand für Musik und durch meinen Schmerz entstanden. Aua. Ach, immer diese Schmerzen. Der Franzl, das ist ein ganz ein sensibler. Die Erlösung bekommt er durch die Liebe oder den Tod. Ganz einfach. Der Schubert muss sterben. Der Herrgott und ich sind gerade eifrigst am Streiten und dann war der Schubert wiedergeboren und hieß Johannes Brahms. Der Elefant ist ein gefährliches Tier, denn aus seinen Stoßzähnen werden Klaviertasten gemacht. Ich bin nicht krank. Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe und ringt die Hände. Sein Zustand wird sich die nächsten Tage verschlechtern und er wird die letzten Worte mit Tränen erstickter Stimme in sich hineinhauchen. Warum werde ich plötzlich so empathisch? Du Doppel-
Einzelgänger, du bleicher Geselle, was äffst du nach meinem Liebesleid, das mich gequält auf dieser Stelle? Die Blätter der Bäume am Rheinufer kündigten den Herbst an. Doch das machte uns nichts. Wir haben uns nebeneinander in der Seele des anderen verloren. Ohne dass einer von uns es bemerkte. Dann diese Stille, wie eine Fermate, die dem Klang der Worte nachlauscht und ihnen ihre Bedeutung gibt. Die Stille hat sich verändert.